Der Hans hat jahrzehntelang Sozialpädagogik studiert, aber eigentlich hat's nie wirklich interessiert. Na, eigentlich hat er keinen Bock gehabt auf den ganzen Scheiß. Er hat sie nur eingeschrieben, wegen's dem Studentenausweis. Denn billiger Bahnfahren und fürs Kino weniger Zeug. Bis Mittag schlafen und den ganzen Nachmittag frühstücken, ja, das hat ihm gefallen. Doch eines Tages hat er die Frau seines Lebens kennengelernt, hat ihr Kind gemacht, hat's geheiratet. Jetzt muss er drei Leute ernähren. Und weil's ohne Ausbildung und ohne Studium nur schwer eine Arbeit findest, hat er mir Spätzle von seinem Vater einen Job sorgt beim deutschen Wetterdienst. Ja, der Hans war vielleicht ein guter Pädagoge, auf jeden Fall ist er ein miserabler Metrologe. Er möchte die Leute mal freit machen, er ist einfach Optimist. Er sagt jeden Tag schön's wieder an, auch wenn's tagelang nur pisst. Und jeden Tag in der Früh, wenn er rausgeht bei der Tür, gibt ihm seine Frau nur ein Busserl und schreit ihm hinterher. Hans, bleib da, du weißt ja nicht, wie es wieder wär. Hans, bleib da, du weißt ja nicht, wie es wär. Es kann ringen oder schneien oder schon wieder bleiben. Hans, bleib da, du weißt ja nicht, wie es wär.